Hallo Guys und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part der Elder Scrolls Skyrim. Heute ganz entspannt, heute ganz gelegen. Guckt euch unseren Boy Feindal an. Er hat richtig Bock auf sein Leben. Wie geht's dir denn, mein kleiner Feindal? Ich bin direkt hinter euch. Das ist ein bisschen homoerotisch, aber wir gehen jetzt einfach. Tschüssi. Wir wollen nämlich heute zu den Graubärten aufbrechen und ein bisschen Wodka mit denen trinken oder so. Und das ist, das machen wir jetzt heute. Zirkus ist eine kleine Gruppe aus Vertrauenswürdigen und gestandenen Krieger in den Reihen der Gefährten. Oh, Alter, die Gefährten. Mit dem Magischen kannst du aber viel... Ja, okay, danke für diese heftig guten Tipps. Vor allem mit dem Magierstein kannst du Zauberfähigkeiten schneller lernen. Bild von einer fucking Streitaxt. Oh, der lädt aber ein bisschen lang heute. Der Kriegsstein lässt dich Kampffähigkeiten schneller lernen. Oh, der tiefe Stein? Was bringt der mir? Okay, gucken wir, wo das Wodka-Schloss eigentlich ist. Keine Markierung, du Arsch. Okay, Festung Amol. Ivarstadt, da muss ich erstmal hin. Das muss man erstmal machen. Vielleicht komme ich schnell, wenn ich von der Riften reise. Ich fürchte, am schnellsten bin ich echt, wenn ich hier entlang dödel. Okay, ich sehe schon, wie es ist. Los, Feinde, wir gehen. Ich könnte mir kein Pferd kaufen, oder? Naja. Ich habe 300 Gold. Ich bin froh, wenn ich mir was zu essen kaufen kann, Alter. Feindal? Oh, Feindal! Wo bist du, mein Sonnenlicht? Ich vermisse das her. Ja, komm, sei ein braver Feindal. Ja, komm! Guter Feindal. Okay, wir könnten eventuell damit nach Riften fahren und von Riften... können wir vielleicht ein bisschen problemloser hinkommen, aber der Weg bleibt ungefähr gleich. Deswegen werden wir zu Fuß gehen zu der Wodka-Stelle. Ich dachte, das ist eine gute Idee. Also, los geht's. Ba-bam, ba-bam, ba-bam. So, eine kleine... Oh mein Gott, ich habe mir wehgetan. Aua. Oh. Es wird eine kleine entspannte Lauffolge, Leute. Also, ich hoffe, ihr seid gut eingekuschelt in der Decke oder so. Habt einen guten Kakao, einen Tee oder vielleicht sogar einen Kaffee, wenn ihr ganz extravagant seid. Und dann spazieren wir mal ganz entspannt dahin und gucken, was abgeht, ne? Guck mal, ein Schmetterling. Ist die Natur nicht wunderschön? Sagte er, nachdem er im letzten Fall gegen ein fucking Drachenbiest kämpfen musste. Ja. Oh, hoffentlich finden wir keinen Drachen auf dem Weg. Das wäre ein bisschen unangenehm. Honigbrauereien. Ob die wohl auch Honigmet haben? Ach komm, ein kleiner Abstecher ist drin. Honigbrauerei, let's go. Gucken wir mal, ob die ein bisschen Met haben. Ich sag euch, Leute. Ein kleiner Abstecher ist drin, wird so mein Lieblingsspruch. Und das Projekt wird einfach 100 Parts gehen. Für den Fall, dass wir nicht sterben. Guter Mann! Ich möchte Honig mit. Ich bin der Besitzer der Honigbräu-Brauerei. Das ist schön für dich. Für Honigbräu wird nur der beste Naturhonig verwendet. Oho. Nicht dieser Mist vom Gut Golden Glanz. Wobei mir der auch geschmeckt hat. Zeig mal, Bruder. Einen Blick darauf. Wow, man verkauft schon Brot und Karotten. Das ist schon mal gut für mich. Oh, lecker Schmecker. So, 5 Stunden per Second. Ausdauer regeneriert 6 Sekunden lang 25% langsamer. Voll die Scheiße eigentlich. Und auch relativ teuer. Aber ich glaube, das kann sich der Gipo noch nicht leisten. Wir haben auch noch ein bisschen Nordmet da und ein paar Äpfel. Lecker Schmecker. Ah, wisst ihr was? Scheiß drauf. Eine Pole geht immer. Lecker. Danke, Sabjorn. Es war nett mit euch. Hast du noch irgendwelche Bücher, die nicht komplett lahm sind? Der große Krieg. Oh, ein Buch über Hitler. Wir gehen. So eine Scheiße müssen wir uns nicht bieten lassen. Der magische Schutzzauber schützt ihn zu... Ah, Scheiße, das hätte ich tatsächlich gern gelesen. Naja. Guten Tag, Wache. Was braucht ihr? Ich wollte nur sicherstellen, dass du deine Aufgaben richtig machst. Du Lümmel. Ich werde das Schild ausrüsten, denn sonst sind wir ein bisschen am Arsch, wenn wir mal blocken müssen, yo. Ich weiß aber noch nicht, ob ich... Oh, fuck, Doggos. Ich will euch nicht wehtun. Ach, scheiße. Ich weiß immer noch nicht. Oh mein Gott. Das war wirklich unangenehm.
ob ich bei dem Streikolben bleiben möchte, ob ich lieber dann später mit einer Axt kämpfen möchte oder lieber doch ein Schwert nehme. Keine Ahnung, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr sehen würdet. Ich meine, einhändig ist so diese eine Skill und da sind halt all diese Waffen drin. Wenn wir dann mitten im Spiel auch switchen, dann ist es auch kein Problem. Ich glaube, ich nehme einfach das, was mir am meisten zusagt. Der Streikolben ist stark, der Streikolben ist langsam dafür, aber momentan sind wir dabei ganz gut. Und hier ist irgendeine Höhle. Ich glaube, da müssen wir eh nicht hin, aber wir können es ja mal umgucken. Und Gegnerz, angeblich. Ich gucke mal oben auf den Radar, diese roten Punkte sind Gegnerz. Ja, Gegnerz, Leute. Ich gucke mal, ob wir da irgendwie hochkommen. Ja, irgendwie nicht, ist mir auch egal. Obwohl, vielleicht hier lang. Verdammt, eigentlich soll ich diesen Weg weiter folgen. Scheiß drauf, wir gucken uns hier um. Hallo? Freund oder Feind? Du Arschloch. Ich sehe hier niemanden. Huh. Hä? Oh. Der Bruder direkt so, was war das? Ja, wir schleichen mit schwerer Rüstung, ist immer sehr klug. Man will jetzt gar nicht schleichen. Weißt du doch. Ah, shit, natürlich hat er mich bemerkt. Ach, komm, haben wir den Jungs aufs Maul, oder? Hey, Bruder! Was geht? Wir sehen uns in der Hölle, Bitch. Oh, oh. Oh, oh, ist schlecht. Oh, da hat er die gleichen Waffen wie wir hier. Also, gefühlt. Gar nichts. Oh. Leg dich nie wieder mit mir an. So, was habt ihr denn hier so, Jungs? Erstmal gucken wir mal. Stahlstreikkommen ist nicht schlecht. Ich nehme den mal mit. Dietrich Gelden. Apfel-Lickerschmecker. Notiz an Roduf. Ha. Und sonst nur den Eisenschild. Wir gucken uns mal die komische Notiz an. Notiz an Roduf. Roduf! Eure kleinen Streiche strapazieren meine Geduld. Ich weiß, dass mein Onkel seine Eigenheiten hat. Aber er ist nun einmal unser Wachmann und ihr werdet ihn respektieren. Keine rein- oder herausschleichen mehr. Keine Spieche mehr, Rodolf. Mit seinem Buch oder Nägeln auf seinen Stuhl. What the fuck? Noch ein solcher Scherz und ihr werdet sehen, wie lustig ein Tag hinter Gitterstäben sein kann. Hi wieder. Anscheinend haben die ein bisschen Ärger, die Jungs hier. Aber will ich in diese Banditenhöhle gehen? Ist, glaube ich, ganz klug, doch mal stärker zu werden, wenn wir weiterreisen. Scheiße. Ich glaube, da will ich mal rein. Oh, eine Truhe. Mal gucken, ob wir die aufkriegen. Yes. Eisenstreitaxt. Ja, die ist halt echt schwer. Nehmen wir mal nicht mit. Aber der anderen Kram. Und Level Up, sehr schön. Was nehmen wir denn? Ich persönlich bin immer noch für Ausdauer. Und dann gucken wir, ob wir nicht blocken vielleicht noch skillen können. Weil das haben wir noch gar nicht geskillt. Und wir werden ja wahrscheinlich relativ viel blocken. Blocken ist 20% wirkungsvoller. Das klingt gut. Nehmen wir. So, hier können wir nochmal was lecker kochen, ey. Kann ich dann irgendwas kochen? Ne, irgendwie nicht so, ne? Fehlt mir alles. Aber wir haben immer einen Äpfel. Wenn ich jetzt noch Salz und diesen Haufen Scheiße da drüben hätte, dann können wir vielleicht was raus. Wisst ihr was? Wir nehmen uns mal die ganze Scheiße hier mit. Gucken, ob wir nicht vielleicht irgendwas doch machen können. Ja, genau, den Topf nehme ich auch mit Leckerschmecker. Eigentlich brauche ich noch ein bisschen Salz. Habt ihr noch Salz, Jungs? Ne, aber nochmal was von dem Zeug. Salz bräuchte ich. Huh. Könnte ich ja alternativ einfach Overwatch spielen. Habe ich recht? Oh shit. Wir nehmen uns mal den Scheiß hier mit. Oh, lecker. Ah, den Dolch nehme ich auch. Hehe. Ja, mit Salz hätte ich voll das chillige Leben. Ja, lecker Schmecker. Können wir auch was kochen in unserem Leben. Tomaten, Alter, lecker. Komm, wir kochen mal ein bisschen was. Warum nicht? Ja? Oh, wann wird der legendäre Nova King wohl auftauchen? Währenddessen. Oh, hier ist ein Banditennest. Oh, lass mal was kochen, Alter. So, 1 Stamina pro Sekunde. Für 2.400 Sekunden bist du ein Half. Oh, das ist eigentlich ziemlich gut tatsächlich. Die Scheiße machen wir mal. Lecker Schmecker. Ein Apfel-Scheiß-Eintopf. Lecker. Tomatensuppe. Oh, hätte ich jetzt noch Salz, könnten wir auch Tomatensuppe machen.
Ja, scheiß drauf. Wir gehen jetzt. Dün, 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 dün. Wir gehen einfach in dieses Loch. Hoffentlich verrecken wir nicht qualvoll. Und müssen das Let's Play beenden, yeah. Wir werden sehen. Oh shit, hi. Ich, ne? Bin Freund. Alter. Feind, dann halt dein Maul. Ulvre, der Bandit. Scheiße, der hat sogar einen Namen. Das ist nicht gut, glaube ich. Ey, du Arschloch. Oh, warte mal. Das war nicht Ulf der Bandit. Das war Ulf der Blinde, oder? Oh, wir haben gerade einen blinden Mann umgebracht. Das ist schlecht. Feinde, es war ganz schön ungezogen. Wie konntest du nur einen Blinden angreifen, du Arschloch? Gold. Ah, das Schild ist ein bisschen besser. Das nehmen wir mal. Ich glaube, ich habe keine Handschuhe, also nehme ich die auch mal mit. So, ich hätte gern das hier als Favorit. Zack, dafür das nicht mehr als Favorit. Genau, und die Handschuhe hätte ich gerne. Das ist immer besser als nichts. Das Schild finde ich ganz cool. Es erinnert mich an so ein altes PlayStation 2 Spiel, was ich damals gern gespielt habe. Es hieß irgendwie Spartaner oder so. Und da hat er halt auch so ein krasses Schild. Und danach konnte man das Schild upgraden nach einem Bosskampf. Mit Medusa, glaube ich. Und das Coole war, das Schild konnte dann aufgeladen werden. Und dann schießt es so ein Laser, was der Gegner versteinert. Das war richtig nice. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie es hieß. Salz, lecker, schmecker. Lavendel juckt mich nicht. Ist auch nicht. Ich glaube, Lavendel war ja auch nützlich für Heiltränke, aber wir machen eh keine Alchemie, also. Ich schätze, wir gehen mal weiter. Nein! Ich habe nicht euren Blinden getötet und bin ein Arschloch. Feind! Oh Scheiße, das sind Magier! Ja, fick dich! Oh Gott. Wenn ihr tot seid, euch leichter ausrauben. Ja, das stimmt. Ja, Mann, Feindal. Gute Arbeit, Bruder. Stahlpfeil, sehr schön, lecker. Stahlschwert ist halt deutlich schlechter. Die haben halt auch schon Stahlwaffen, die ekligen, ne? Das ist schon unangenehm. Durch Gold. Oh, Feindal. Trag mal ein bisschen Scheiß für mich. Was soll ich nehmen? Du nimmst mal bitte. Hier die komischen Strahlkolben. Aber man kann es auch einen benutzen, wenn du willst. Mir egal. Spitzhacke kannst du bitte für mich tragen. Die Eisenrüstung trägst du für mich. Das Schild trägst du für mich. Ja, den Käse, guten Appetit, ne? So, lecker. Ihr geht vor, ich folge. Danke. Hallo? Ah, wieso gehe ich einfach in einen Dungeon, Alter? Der Kuchen und der Diamant. Stahlschuppenstiefel. Ah, wir haben halt echt coole Stiefel, deswegen lassen wir das mal. Eisenpanzerhandschuhe, die habe ich schon an. Streikkolben. Hey, ein bisschen Gold, cool. Und die Lederstreifen können wir gebrauchen fürs Schmieden. Schuhe, Stiefel, okay, und ein bisschen Kleidung. Juckt mich alles relativ wenig. Papa, Himmelsrand für Entdecker. Vielleicht steht hier irgendwas Cooles. Karte aktualisiert. Alsdorf bekommt adlige Besucher, die aus Cyrodiil... Ja, ja, ist egal. Ich nehme das Buch einfach mit. Oh. Gold und Geißel der Untoten. Untote bis zur Stufe 30 werden im Brand gesteckt und fliehen. Oh mein Gott, das ist eine ziemlich gute Zauberrolle. Not bad. Was geht hier? Zaubertrank des Kriegers. Okay. Alchemielabor, darauf spucke ich. Hä?
Habt ihr die Scheiße gehört? Warte mal. Ah, vielleicht habe ich mich verhört. Wir speichern. Ist eigentlich scheißegal. Aber wir speichern einfach mal trotzdem. Hallo? Oh, eine Laute. Geil. Denkt ihr, das wird funktionieren? Natürlich nicht. Hunde kann... Ausbilden, aber ein halbfauler Wolf. Keine Chance. Gut. Wenn wir Glück haben, zerfetzt es uns die Kehle. Halt dein Maul, Fandal. Die wollen einen Wolf trainieren. Was passiert, wenn ich hier drauf drücke? Oh. Los, Doggo! Hau ihn aufs Maul! Sei ein ehrenhafter Doggo. Alter, sie hat den Doggo umgebracht! Du Schlampe! Was? Oh oh. Das ist nicht gut. Ich werde ganz langsam zu euch. Aua, aua. Okay, doch nicht so langsam. Ja, fick dich. Oh. Miststücke. Okay. Alles in bester Ordnung. Fein, da geht's dir gut, mein Schatz. Nimm das mal mit. Den Bogen nehme ich mit. Oh, ein bisschen Met, lecker. Ein Eisen-Zweihänder. Oh, könnten wir theoretisch mitnehmen, aber... Juckt mich jetzt nicht so sehr. Den Dolch nehme ich auch mit. Hä? Oh. Feindal? Die fallen einfach Pfeile auf mich runter, Digi. Ein Heiltrank, lecker Schmecker. Aus dem Weg, Fandal! Um Himmels Willen, du bist so nervig. Ich liebe dich. Was haben wir hier? Spinneier, ja, guten Hunger. Ein paar Äpfel, alter Lecker. Schätze, wir ballern uns erstmal ein bisschen, ein bisschen was rein. Ja, ein bisschen Met, Alter. Köstlich. Damit lässt sich gut kämpfen. Ausdauer 25% weniger steigernd. Sehr schön. Das sind die Perks, die ich haben will. Was geht hier ab? Bergmannskleidung. Fast als wenn sie hier irgendwas ausheben wollen. Hier sind auch Spitzhacken. Was für Schlawiner. Komm, Feinde, wir gehen. Hier geht's nochmal raus. Aussichtspunkt, okay. Pelagius der Dritte, auch bekannt als Pelagius der Wahnsinnige, war Jarl von Einsamkeit, bevor er im Jahre dritter Ära 145 den Kaiserthron bestieg. Wow, okay. Fucking Pelagius da auf den Scheiße. Darauf trinke ich. Oh. Ja, sein, ich hoffe, der ist nicht blind, der Wichser. Ist da jemand? Javier Eisenhand, scheiße. Der hat sogar einen Namen, das ist schlecht für mich. So, zack, zack. Ach, kein miesen, Javier. Du Arschloch. Oh, oh. Fuß! Der Dover King, du Bitch! Mm. Wir sehen uns in der Hölle. Mal sehen, was er hat. Eisenhände, beidhändige Angriffe versuchen. Oh, das ist ziemlich cool, zugegeben. Ja, leider haben wir keine... Leider nutzen wir keine Zweihandwaffen. Hier, das Tagebuch, cool. Eisenrüstung, ein bisschen schönerer. Eisenpfeiler, Stahlzweihänder der Himmelsschmiede, nehmen wir mal mit. Der Jagdbogen auch. Hier ist auch noch so ein Ding. Ja, cool. Geldbeutel, Eisenkriegshammer juckt mich jetzt nicht. Aber wir gucken mal hier rein. Amulett von Kühnaret. Steigert die Ausdauer um 10 Punkte. Ist ganz nützlich. Nehmen wir. Stahlschwert der Ermüdung. Oh, ja. Können wir mitnehmen. Stab der Flammen. Ein Flammenmeer, das 8 Schadenspunkte pro Sekunde verursacht. Könnte auch nützlich sein. Diadem der Magiker. Steigert Magiker um 40. Ja, okay. Das ist Trash für uns.
Weinal! Ich hab hier noch was für, was für dich, nehmen? Mein Schatz, Alter. Du nimmst doch bitte die Scheiße hier. Dann nimmst du die Scheiße hier. Das auch. Ja, das erstmal auch. Die ganze Scheiße kannst du mitnehmen. Wobei, gib mir mal doch lieber den Knoblauch wieder. Den hätte ich gerne. Ich glaube, daraus können wir nämlich was Tolles kochen. Ne? Ihr geht vor. So, fein da. Komm, wir gehen. Ich schätze, wir gehen mal zurück. Obwohl, das hier ist eigentlich ein wirklich schöner Ort. Um mal sowas zu machen. Okay, wenn der Pfeil weg ist, um mal sowas zu machen. Na, das gefällt mir noch nicht ganz. Warte mal. Ich würde die Kamera gerne ein bisschen weiter nach links zentrieren. Wobei das so auch cool aussehen würde. Ich mache nämlich gerade ein Foto fürs Thumbnail, Leute. Das ist wichtig, ja? So. Job. Gut, wir gehen. Gut, wir müssen jetzt nach Hochwodka, das ist wichtig. Erstmal Hochwodka, yeah. Das war wirklich dämlich und ich dachte kurz, das Projekt hört auf. Na, 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 na. Besitzt nicht genug Magika. Du besitzt nicht genug Magika. Ich könnte schwören, ich höre hier was. Ah, was soll's. Ich bilde mir sicher nur Sachen ein. Ey, wollen wir das Tagebuch von diesem Dumpatz lesen? Ja, wieso nicht? In den letzten Wochen haben wir gute Beute gemacht. Wahrscheinlich wegen des Krieges. Jede Menge Händler und Feiglinge, die nach einem Unterschlupf suchen, wo sie sich zusammenkauern und vor den Kämpfen verstecken können. Ich habe den Männern gesagt, sie sollen diesen armen Seelen ein wenig von ihrer Last nehmen, indem sie sie um alles Gold erleichtern, das sie bei sich tragen. Die Zahl der Wachen, die auf den Straßen patrouilliert, wurde stark erhöht. Wir können kaum einen Fuß nach draußen setzen. Es müssen sich Reisende beim Jarl beschwert haben. Die Wache ist offenbar noch nicht bereit, gegen uns vorzugehen, aber der Druck macht den Männern zu schaffen. Ich lasse jetzt Realgir mit Ulvre Wache halten. Das bringt die Rufe nach Sicherheit hoffentlich zum Schweigen. Verdammt sei dieser Balgruf. Eine Beuterei unter meinen Männern. Ich kann es kaum fassen, den Göttern sei Dank, dass Ulf rechtzeitig davon gehört hat. Er mag blind sein, aber taub ist er nicht. Ich habe Anjo eigenhändig getötet. Ein paar andere versuchten zu fliehen. Aber die haben wir schnell erwischt. Nur Aisa und Rajir konnten entkommen. Um die ist es nicht schade. Es gibt Gerüchte über einen Drachenangriff auf Helgen. Ein Drache? Wohl kaum. Wahrscheinlich ist das irgendein Idiot, der die Angst vor dem Krieg um den Verstand gebracht hat. Sich diese Geschichten ausgedacht hat. Auf jeden Fall wurden die Wachen anscheinend in die Stadt zurückgerufen, so dass wir wieder zu ein paar anständigen Raubzügen gekommen sind. Einer der Händler hatte eine seltsame Fracht. Ein Bündel Felle und Tiere, darunter ein Wolf. Ich habe die Männer die anderen Tiere braten lassen, aber den Wolf habe ich verschont. Es wäre praktisch, einen Wachhund wie ihn zu haben, wenn wir nur ein wenig trainieren könnten. Jetzt verstehe ich, was diese Husos hier vorhatten. Und so ist ein weiteres Problem gelöst. Gut. Von uns gibt es hier nichts mehr. Außer, dass wir vielleicht noch ein bisschen was kochen können. Ulfres Buch. Das ist sehr lustig, denn er ist blind. Versteht ihr? Deswegen ist das Buch leer. Genial. Wieso hat er überhaupt ein fucking Buch? Um drauf rumzukritzeln. Vielleicht hatte... Also, damals hatten die, glaube ich, nicht diese blinden Schrift dran. Die gab es, glaube ich, erst ein bisschen später. Wobei, es ist eine Fantasy-Welt. Da hat bestimmt Blindenschrift da drauf. Oder Magie oder so ein Scheiß. Die er da lesen konnte. Ja, ganz offenkundig.
Dann wollen wir mal was Leckeres kochen. Tomatensuppe, Alter, lecker. Wobei, ich glaube, das bringt uns ein bisschen mehr, ne? Ja, das bringt uns ein bisschen mehr. Machen wir lieber die Scheiße. Jetzt habe ich aber das Zeug nicht mehr. Jetzt kann ich auch Tomatensuppe kochen. Salz und Rovengen, ja, haben wir nicht. Ja. Mammutslauf können wir auch kochen. Ich meine, okay. Ja, das passt schon. Haben wir jetzt ja auf jeden Fall was zu essen. Würde ich mir reinballern, wenn wir verletzt werden, sind wir aber nicht. Deswegen gehen wir jetzt endlich nach Hochwodka, oder? Gott verdammt. Na, 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 na. Oh, wer hat die denn so zugerichtet? Ich wundere mich. Das sind Doggos. Ich würde die ungern umbringen. Wir versuchen uns vorbeizuschleichen. Na 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 na. Die Doggos sollen leben. Au, dich selbst, mein Freund. Au, dich selbst. Da drüben haben wir, glaube ich, noch so einen Stein, die wir halt am Anfang auswählen konnten. Krieger, Magier oder Dieb. Ich glaube, da ist noch ein anderer Stein für irgendwas anderes Spezielles. Gucken wir da mal rein. Vielleicht der Atronach. Das wäre cool. Obwohl, das wäre gar nicht nutzlos für uns. Das wäre eigentlich richtig geil für uns. Der Atronach, der kann dafür nämlich sorgen, dass wir halt Magie absorbieren können, aber dafür unser Mana sich nicht von selbst halt. Das können wir halt nur durch diese Absorption. Oh shit! Bruder, sorry! Oh scheiße, ein Beschwörer, du Haufen! Scheiße! Verpiss dich! So ist ihre Beschwörung auch direkt matsch. Wir mussten das schnell beenden, sonst hätten wir ein Problem gehabt. Ja, Magikarubde geringe Beschwörung, lecker. Altes Nordschwert bringt mir nichts. Winziger Seelenstein, den nehme ich mir aber mit. So, was haben wir denn hier? Der Ritualstein. Wer unter den Zeichen des Rituals steht, kann einmal pro Tag Leichen der Nähe wiederbeleben, damit sie fein kämpfen. Ja, nee. Das bringt nicht so viel wie das, was wir jetzt haben. Aber wenn wir den Atro nachfinden, wäre das schon cool. Muss ich ja zugeben. Boah, ja, Wiederherstellung Level up. Sehr schön. So, das speichern wir jetzt. Und dann gehen wir mal weiter hier lang. Da geht es nämlich nach Hochwald. Ah, nee, noch mehr Dokus. Nee, die lassen wir in Ruhe. Keine unnötige Doggo-Morde. Ja, wir brauchen die EP, ich weiß, aber wir werden keine Doggos töten. Nicht, wenn es nicht sein muss. Los, Feinde, wir gehen. Irgendeine scheiß Drecks-Tussi, die irgendwelche Toten beschwört? Okay. Okay, Ehre. Aber so war es nicht, ne. Jo, Feind, ich dachte kurz, du hast einen Feind. Ja, schön, dass wir das erledigt haben. Dann gehen wir mal weiter. Da ist ein fucking Hirsch, der interessiert mich aber relativ wenig. Du. Der ist so, wow, Bro, der hat mich gar nicht gesehen, der Loser. So, wo sind wir denn jetzt gerade? Wir laufen jetzt quasi hier vorbei, um hier nach Ivarstadt zu kommen. Und dann gehen wir nach Hochwodka. Da oben. Also von Ivarstadt können wir nur da hinkommen. Ja, dann los. Ein kleiner Fuchs. Wie kawaii. Riften, Windhelm, Ivarstadt, ja genau. Erotisch. Wäre natürlich relativ geil, wenn wir jetzt ein Pferd hätten. Aber ihr müsst ja auch an den armen kleinen Feind halt denken. Ja, der hat dann kein Pferd und dann haben wir ein Problem. Jo, was geht mit dem da oben links? Hallo. Halt, diese Straße ist gebührenpflichtig.
Ihr werdet also 200 Goldstücke Wegezoll locker machen müssen, wenn ihr sie benutzen wollt. Bruder, so viel habe ich gar nicht. Ey. Das ist zu dumm. Wie wollt ihr denn einen Heiler bezahlen, nachdem wir euch den Schädel eingeschlagen haben? Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Was ne Haufen Scheiße. Waffe ziehen. Danke. Bitch. Hast du irgendwas Nützliches für mich? Nee. Nix vom Wert, die Frau. Oh, die tummeln sich ja alle, wa? Scheiße. Feinde? Okay, die Truhe ist durch eine Falle geschützt. Gucken, was hier oben abgeht. Ach du Scheiße, das ist schlecht. Ja, fick dich. Okay, wir gehen mal erstmal zurück, würde ich sagen. Scheiße, der Banditenanführer. Oh, das ist echt gute Rüstung. Los, Feind, da, hilf mir! Oh, oh. Okay, wir brauchen mehr Ausdauer. Wir brauchen mehr Ausdauer. Warte, Alter, ich gönne mir erstmal ein leckeres Apple Cabbage Stew, okay? Chill mal. Yo, Feindal, das ist mein Boy. Gute Arbeit. Da ist noch mehr? Scheiße. Ich helfe ihm mal. Ah, ein bisschen weiter oben. Ja, Mann. Ihr werdet Himmelsrand nicht lebend verlassen. Aber was mit dieser scheiß Burg? Einer lebt wohl noch. Hm. Mal gucken, was der Einführer dabei hatte. Die Scheiße nehmen wir uns schön mit. Nordstahl-Schumpf-Dinger, das ist auch geil. Orkische Kriegsaxt. Boah, geil. Die ist nur ein bisschen schlechter. Aber die ist schon cool. Euer Kopf wird meine Wand zieren. Ey, Fandal. Psst. Warte mal. Ich zieh mich kurz um. Genau, das können wir auch mal ausrüsten. Den nehmen wir uns nochmal. Ja, wir haben noch diese billige Stahlrüstung, die juckt mich aber nicht. Stahlschuppenstiefel machen ein bisschen mehr, aber wir haben halt nicht diesen Ausdauerboost. Den hätte ich schon gerne. Ja, wenn ich das jetzt nochmal fein mache, habe ich schon ein gutes Leben, ne? Die orkische Kriegsaxt. Bald ich mal so. Jo, fein, ich gebe dir mal ein bisschen Scheiß. Ich möchte ein paar Dinge mit euch tauschen. Alles. Alter. Mein Knappe. So, das hier, das brauche ich nicht. Auch nicht. Ja, die kannst du auch erstmal nehmen. Oh, der kann auch langsam nichts vertragen, der Knecht. Scheiße. So eine Stahlrüstung kann er nicht mehr nehmen. Und dann nehmen wir wenigstens einen Stahlhelm, Junge. Ja, das passt schon. Dann mal los, Digi. So ist es. Soll ich vielleicht ein bisschen was von dem Zeug wegballern, was ich noch da habe? An Essen, meine ich. Ja, Nordmed, bannern wir uns mal weg. Grüner Apfel, köstlich. Das ist die Scheiße auch. Wir essen mal all diesen Müll hier. Oh, lecker, schmecker. Oh, geil, Alter. Der Typ unten versucht uns umzubringen. Wir besaufen und fressen uns erstmal voll. Lecker. Und fein, da kriegt nichts ab. So ein Gemischtwarenladen wäre schon cool jetzt, ne? Oh, ein Heiltrank nehmen wir mit. Oh, du, da bist du, mein Freund. Das ist ja eine unangenehme Besuch. Ich dachte irgendwie, du wärst da unten. Naja, was hast du denn so? Stahlpfeil, Gold, schön, Eisenpfeile. Das brauche ich nicht. Ja, wie schön. Haben wir das schon mal gemacht? Haben wir noch ein bisschen, oh, ein bisschen Wein? Der wird sich direkt reingeballert, würde ich sagen. Lecker Schmecker. Wir könnten uns ja auch ausruhen, aber uns geht es eigentlich noch richtig gut. Oder die, ja, wir gehen mal rüber und plündern wenigstens die Leiche von dort drüben. Ist, glaube ich, ganz cool. Hier müssen wir eigentlich nicht hin.
aber wieso nicht? Gigi. Hier, guck mal, ist noch da was. Eine Spitzhacke liegt hier noch rum. Wie schön. Und hier oben war, glaube ich, auch noch irgendwas. Wenn wir die schon raiden, dann aber richtig. Ist hier was drin? Oh, eine Schmiedeschürze. Cool. So, das nehmen wir mit. Meistens kann man irgendwas machen aus den Sachen, die hier rumliegen. Also Eismark, Elfenohr und Knoblauch. Wir probieren das mal. Warum nicht? Eismark, Elfenohr und Knoblauch. Er hat schon einen Zaubertrank fehlgeschlagen. Ja, so viel dazu. Scheiß auf Alchemie. Was haben wir hier? Hier ist auch nichts Besonderes. Vielleicht hier nochmal drin. Nice. Gold und Zaubertrank des Berserkers. Können wir, glaube ich, verkaufen, den Zaubertrank. Was haben wir hier noch drin, Alter? Gold, Granitstein und Zauberbuch Funken. Schön. Hier ist noch ein bisschen was. Noch ein Wein, den wir uns direkt wegballern. Lecker, Schmecker. Der schwarze Pfeil. Schießkunst verbessert. Nehmen wir mit. Bügeleisen und 1 Gold. Sehr schön. Ist das auch nur Wein? Ist hier noch irgendwas Wertvolles? Ein Käse und ein kaiserlicher Bogen der Verbrennung. Hm, lecker. Du trägst so viel, du kannst nicht mehr rennen, Alter. Halt dein Maul. Ja, schade, ne? Essen wir das Zeug noch. Und dann gucke ich mal, ob ich noch irgendwas verballern kann. Ja, Bekleidung. Die Stahlrüstung ist halt echt schwer, aber auch einiges wert, ne? Eisenpanzerhandschuhe, ganz normale, die können auf jeden Fall weg. So, tschüss. Ich habe einen Ohren von dem Kampflied und das ist eigentlich wirklich nicht gut, aber ihr wisst schon, wenn einmal im Kopf spielt, dann spielt im Kopf. Wenn ihr versteht, was ich meine. Hallo! 8 Gold, das war es doch wert. Ein paar Pfeile, die können wir einmal gebrauchen. Und jetzt nichts wie raus, Leute. So. Ja, aber auf jeden Fall sehr schön hier. Gut, dass wir mit den Jungs hier reden konnten und Mädels. Dass wir das Ganze möglichst friedlich lösen konnten. Sehr, sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Und jetzt wollen wir aber hier mal drauf. Pfeilenauslöser. Den wollen wir mal so auslösen, dass er uns vielleicht nicht tötet. Oh, oh. Okay, alles gut. Scheiße. Mach nix, ein paar Dietriche habe ich noch. So. Zack. Perfekt. Dietrich Gold, Potion. Eine scheiß schwere Rüstung nehmen wir nicht mit. Sehr schön. Kann ich noch was Leckeres kochen, Alter? Nee, ich glaube, ich habe alle Zutaten gefressen. Na, mach nix. Okay, Leute. Aber das heißt erstmal für heute von Skidim. Wir sehen uns im nächsten Part, wenn wir wieder versuchen, nach Wodka zu kommen. Wenn wir keinen Wodka kriegen, dann machen wir halt was anderes. Und bis dahin haut rein. Ciao.